Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir alle, zumindest diejenigen von uns, die in der Kommunalpolitik auch engagiert sind, kennen die Situation, dass man einen Radweg bauen will, dass man was verbessern will in der Radwegsinfrastruktur. Dann gibt es Pläne und dann scheitert man aber daran, dass die Grundstücke nicht verfügbar sind, dass die Planung nicht durchgesetzt werden kann. Deswegen ist es richtig, dass auch die Kommunen hier handlungsfähiger werden und mit dieser Gesetzesänderung, der wir zustimmen, in die Lage versetzt werden, die Infrastruktur für Radwege deutlich zu verbessern. Lieber Kollege Wagle, ein Meilenstein, das ist aber schon ein bisschen weit gegriffen. Es ist ein wichtiger Mosaikstein, würde ich einmal sagen, in dem großen Puzzle, das der Freistaat Bayern braucht, um die Radwege sicher und attraktiv, vor allem im Alltag, zu machen. Wir nehmen diesen Mosaikstein sehr gerne, aber es braucht noch viele, viele, viele weitere Mosaiksteine, auf die wir warten, auf die wir insbesondere von der Bayerischen Staatsregierung warten, dass wir unserem Ziel näher kommen, das ja die Staatsregierung sich selber gesetzt hat, nämlich 20% Radverkehrsanteil gemessen an der Anzahl der Wege. Momentan haben wir ja nur die Hälfte. Und insofern wäre es ein wirklich großer Wurf und wäre es schön, wenn Sie nicht nur mit einem Mosaikstein auf unseren Druck, den wir unter anderem offensichtlich mit unserem Radgesetzentwurf, die wir am Nachmittag noch uns beschäftigen werden, hier entfalten konnten, was mich sehr freut, wenn Sie nicht nur den Mosaikstein beisteuern, sondern noch deutlich mehr. Wir werden in den weiteren Beratungen zu diesem Gesetzentwurf von Ihnen uns ja noch austauschen können, vielleicht auch mit Rückenwind von dem neuen Verkehrsminister Christian Bernreiter, der jetzt hier ja auf der Regierungsbank Platz genommen hat. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, Herr Staatsminister, vielleicht mit Rückenwind auch von Ihnen in diesen Gesetzentwurf noch hinein ergänzen, dass der Freistaat Bayern sich als Zuständige erklärt für die Radschnellwege, wo wir schon seit 7 Jahren in Franken und in Oberbayern umeinander planen und keinen einzigen Meter gebaut haben, da wir auch dasselbe Straßenwegegesetz, der richtige Ort, die Zuständigkeit des Freistaats Bayern für Planung, Bau und Unterhalt zu verankern. Vielleicht kriegen wir das ja noch gemeinsam in den Verhandlungen bewerkstelligt. Und ansonsten steht es Ihnen natürlich frei, für einen wirklichen Meilenstein heute Nachmittag unserem Entwurf für ein Radgesetz zuzustimmen. Und darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank, meine Damen und Herren.